Mahlzeit, liebe Leute. Heute schauen wir uns die Plünderersalve an. Das ist die neue Ritualwaffe. Ihr bekommt diesen Granatwerfer vom Waffenmeister. Die Quest ist relativ simpel. Ihr müsst einfach Kills mit Granatwerfer machen, beziehungsweise generell Kills machen, aber mit Granatwerfer bekommt ihr mehr Punkte. Und dann müsst ihr Aktivitäten wie Strikes, PvP oder Gambit abschließen. Ich empfehle hier für Dämmerungsstrike, einfachste Stufe mit Spielersuche, so kommt ihr da am schnellsten voran. Schnell ist hier aber relativ, ca. 34 Durchläufe braucht ihr. Ihr könnt es aber auch ganz entspannt nebenbei immer wieder mal machen, so hintereinander weg 34 Strikes. Da kann man schon mal ein bisschen Burnout kriegen. So, aber wir kommen zurück zum Granatwerfer. Schauen wir uns jetzt diesen Granatwerfer genauer an. Hat er durchaus interessante Perks. Als erstes einmal Spitzgranaten, das heißt, wenn ihr mit einer Granate direkt trefft, dann verursacht das Ganze mehr Schaden, was schon mal sehr gut ist, falls ihr mal einen stärkeren Gegner mit diesem Granatwerfer töten müsst oder wollt. Der Granatwerfer hat aber auch noch weitere Perks. Da haben wir die erste Auswahl, ambitionierter Assassine oder Demolierer. Ich persönlich bevorzuge hier ambitionierter Assassine. Das heißt, wenn ihr einen Kill gemacht habt, dann werdet ihr nach dem Nachladen zwei Schüsse in eurem Magazin haben. Das ist besser als einer. Es ist ein doppelt so großes Magazin sozusagen. Und im Prinzip wird man mit diesem Granatwerfer immer dadurch zwei Schuss im Magazin haben, was ziemlich, ziemlich cool ist. Demolierer hingegen, nach jedem Kill bekommt ihr Granatenergie zurück. Ihr braucht, glaube ich, insgesamt 8 Kills, um eure Granate komplett wieder voll zu bekommen. Es ist ganz nett, wenn ihr beispielsweise auf ein Granatenbild aus seid mit diesem Granatwerfer, dann funktioniert das echt gut. Aber wie gesagt, ambitionierte Assassine sehe ich da schon eher im Vorteil. Ich spiele aber auch kein Granatenbild. So, dann die zweite Auswahl, die wir hier haben, ist einmal Vorpalwaffe oder Kettenreaktion. Vorpalwaffe, ihr macht gegen Bosse mehr Schaden. Gut, der Granatwerfer ist jetzt kein DPS-Monster. Dafür haben wir beispielsweise exotische Powerwaffen. Aber der Granatwerfer, um das hier mal vollständigkeitshalber zu erklären, der macht dann mit Vorpalwaffe 15% mehr Schaden auf Bosse. Wie gesagt, aber der Boss-Zerstörer ist das jetzt nicht. Daher würde ich hier auf jeden Fall auf Kettenreaktion gehen. Denn die Kills, die ihr dann mit diesem Granatwerfer macht, die explodieren nochmal in einer Elementarexplosion, also einfach eine Arkus-Explosion. Diese Explosion macht natürlich herumstehenden Gegnern Schaden und falls diese Explosion diese Gegner tötet, dann explodieren diese Gegner nochmal, wie halt der Perk heißt, Kettenreaktion. Ist also für den Ad-Clear sehr, sehr gut, also es macht auch wirklich Spaß. Wenn ihr da mal reingeschossen habt, irgendwo es explodiert und dann gibt es eine schöne Kettenreaktion, also das ist ganz cool. Also meine Kombination hier ambitioniert Assassine und Kettenreaktion. Man kann aber auch Demolierer und Kettenreaktion spielen. Wenn man das dann mit Demolierer spielt, dann kann ich euch beispielsweise folgende Kombination empfehlen. Einmal Explosionsradius, immer wenn ihr einen Kill mit dem Granatwerfer macht, werdet ihr mit Licht aufgeladen und dazu dann Feuerkraft. Wenn ihr mit Licht aufgeladen seid und eine Granate werft, bekommt ihr Granatenenergie zurück und verbraucht dabei einen lichtaufgeladenen Stapel. Sprich, mit Demolierer braucht ihr dann nicht mehr die ganze Granate aufzuladen, sondern nur noch die restlichen 40%. Und dann könnt ihr im Prinzip die ganze Zeit Granaten schmeißen und abwechselnd mal zwischendurch mal mit dem neuen Granatwerfer Plünderersalve schießen. Also der Granatwerfer hat sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich persönlich finde den sehr, sehr nett. Vor allem durch Kettenreaktionen gibt es einem ziemlich gutes Feeling, ein gutes Feedback, dass man sich mächtig fühlt. Also die Waffe macht wirklich Spaß. Die mag ich. Die werde ich jetzt mal öfters spielen. Da es natürlich so ein Nachladegranatwerfer ist, ist die Nachladegeschwindigkeit ganz wichtig. Daher auf jeden Fall auf Handschuhe schnelles Granatwerfer-Nachladen draufpacken. Das wäre hier auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, ansonsten, so spielt sich die Waffe. Der kleine Nachteil ist hierbei, wenn ihr sozusagen den Gegner von unten mit der Explosion trefft, also vor seinen Füßen, wenn es da explodiert, dann fliegt der Gegner meistens in die Luft und wenn er dann erst in der Luft ist, dann kommt diese Elementarexplosion, dass er halt erst in der Luft auseinanderfliegt und das macht halt den herumstehenden Gegnern keinen Schaden. Das ist ein bisschen vom Nachteil, daher achtet mal drauf, dass ihr hier möglichst immer die Granate vom Granatwerfer über den Gegner explodieren lasst, also beziehungsweise in der Höhe seines Kopfes, weil dadurch fliegt er dann
eher Richtung nach unten, beziehungsweise bleibt auf dem Boden, und wenn er da dann explodiert, dann habt ihr auch eine schöne Kettenreaktion. Generell gesehen macht dieser Granatwerfer aber auch sehr guten Schaden gegen Majors, also gegen gelbe Gegner. Und wenn ihr euch dann auch noch als Mod Majors draufpackt, also dass er gegen Major mehr Schaden macht, dann funktioniert das ganz gut. Die meisten Majors sind dann relativ schnell tot. Also meistens mit einer Granate. Wenn das mal so ein Servito ist, dann sind es mal halt zwei. Aber der Granatwerfer macht, wie gesagt, einen ganz guten Schaden durch Spitzgranaten, wenn er direkt trefft. Und somit kann man als Spezialwaffe hier das Ganze wirklich gut gelten lassen. Ihr könnt damit viele kleine Gegner gut ausschalten durch Kettenreaktion. Ihr könnt aber auch etwas stärkere Gegner direkt töten, was auch sehr nett ist. Also eine abwechslungsreiche und vielseitige Anwendungsbeispiele. Und da es halt kein Exoslot verbraucht, könnt ihr auch weiterhin euren DPS Exo Powerwaffe immer noch tragen und somit auch gegen Bosse Schaden machen. Also das ist hier wirklich ganz nett. Würde ich euch empfehlen, diese Waffe zu holen. Auf jeden Fall. Holt sie euch, probiert sie aus. Man muss natürlich Granatwerfer spielen können und müssen, denn hier besteht ein ganz besonderer Trick darin, dass ihr die Granate abschießt, dabei die Schusstaste gedrückt haltet und kurz vorm Gegner oder in der Nähe des Gegners loslasst, und damit die Granate sozusagen detoniert. Ihr schießt sie also nicht einfach hin und wartet, bis sie von alleine explodiert, weil dann werdet ihr nicht die Effektivität haben, die ihr haben wollt. Ihr müsst entweder direkt treffen, damit es explodiert, oder Schusstaste gedrückt halten und mit nach dem Gefühl in der Nähe des Gegners loslassen, dann explodiert sie direkt. Es braucht also ein bisschen Übung, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und bis zum nächsten Video auf Venero.